Politiker scheinen vergessen zu haben, dass eine Regierung im Auftrag des Volkes agieren muss. Dagegen wehren wir uns. Seit über 2 Jahren kämpfen wir mit kreativen und immer friedlichen Aktionen um unsere Rechte. Wir haben immer wieder versucht, einen Dialog herzustellen. Bis heute ohne Reaktion. Wir haben es ertragen, gedemütigt mit Masken und absurden Abstandsregeln zu demonstrieren. Wir wurden selbst dann nicht gewalttätig, als Polizisten über uns herfielen und uns in ihrem Gewaltrausch niederwarfen. Menschen wurden verletzt, drangsaliert und gedemütigt. In Berlin starb ein Mensch während einer gewalttätigen sogenannten polizeilichen Maßnahme. Trotzdem sind wir heute hier. Leider ohne Michael Ballweg, der seit dem 29. Juni unter fadenscheinigen Anklagepunkten in Stammheim, in Klammern, symbolträchtiger geht's wohl kaum, in Untersuchungshaft sitzt. Michael, Querdenken 3.0 steht hinter dir. Diese Woche sind wir lauter denn je. Und wir werden deutlicher denn je Forderungen stellen. Laut und bestimmt. Wir fordern das Ende des Ausnahmezustands und die vollständige, bedingungslose Wiederherstellung sämtlicher Grundrechte. Wir fordern die sofortige Beendung jedweder Impfpflicht. Wir fordern das sofortige Ende jeder Maskenpflicht. Wir fordern, dass jeder Entscheidungsträger, der unsere Grundrechte einfach ausgesetzt hat, zur Verantwortung gezogen wird. Wir fordern ein Verfassungsgericht, das seinem Namen gerecht wird und wirklich unabhängig ist. Es gibt noch viel, viel mehr, für das wir einstehen. Das werden viele von uns in den nächsten Tagen verkünden. Laut, friedlich und bestimmt. Denn wir sind viele! Ja.